Wie soll das aussehen? Ich weiß nicht genau. Irgendeine Ork-Trophäe wäre nicht so schlecht. Sowas wie ein Zeichen der orkischen Anführer oder so. Eine Standarte, ein Armreif oder Ring oder ähnliches. Mit sehr viel weniger kann ich hier keinen Eindruck schinden. So viel ist schon mal klar. Der orkische Kriegsherr. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Das könnte ich noch 20 Jahre treiben. Ach Gott. Okay, hier drin in der Bar vielleicht. Ein Bauer? Nee. Bauer? Nee. Jarvis? Du vielleicht? Nein. Söldner? Nein. Was machst du hier in meiner Küche? Immer noch Söldner, aber egal. Leck mich. Na gut, ich bin kein Söldner mehr, aber trotzdem. Rogers, du wirst Hallo, nicht zufällig mit. Hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich hab nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Hallo, ich bin nicht neu hier, ich bin schon ein paar Tage hier. Hallo, Bennett ist weg auf meinem Schiff. Da ist niemand, der Waffen produziert. Ach, Mann. Irgendwie sind die alle ein bisschen hängen geblieben, weil ich nicht mit denen geredet habe. Gott, da leben sie noch in ihrer eigenen kleinen Traumwelt. Raoul, kann ich dir vielleicht noch auf die Fresse hauen? Wie laufe ich denn? Wie wär's mit einer Schiffsreise hier raus? Was hast du vor? Willst du das Schiff der Paladine kapern? Und wenn es so wäre? Du bist doch komplett verrückt. Nein, danke. Nichts für mich. Ich sehe keinen Grund, Corinis zu verlassen. Ob ich nun hier meine Kohle verdiene oder auf dem Festland. Das ist mir gleich. Such dir einen anderen. Frag doch mal Torlauf. Der ist damals zu sehen. Ja. Hier. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Was? Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Er leuchtet. Ich bin bisher zu nett zu dir gewesen, was? Ich will nur den Stärkeunterschied klar machen. Leute! Da muss man noch mal zu. Noch nicht mal Gold? Deine Waffe nehme ich mal mit. Das will doch keiner wissen. Ihr seid ziemlich radikal geworden. Früher habt ihr noch unterstützt und jetzt? Meine Meinung will ja keiner hören. Macht ihr das auch mit Sentenza? Freudevoll blinkert. Oh Gott, wartet mal. Den Tod muss ich abspeichern, das war jetzt so göttlich. Ich weiß, schreckliche Lache, trotzdem hier. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Also. Es ist mal wieder Zeit für Schläge. Wenn du es sagst. Ich glaub's nicht. Und er ist tot. Noch nicht mal. Deine Waffe nehme ich mal mit. Durch das neue Kapitel haben die neue... Alter, ich hab Sentenza und Raoul umgebracht. Ich glaub's nicht, Silvius, Leute, sie sind ja sogar tot. Na gut, Raoul habe ich nicht umgebracht. Greifen die jeden an, den ich angreife? Ach du Schande. Und da ist die Musik plötzlich wieder fester. Oh Gott. Du schuldest mir noch eine Waffe. Warte mal. Du hast ja nur noch einen Stock. Also hier. Ich denke, du bist mal wieder reif für eine Tracht Prügel. Es war keine gute Idee von dir, dich mit Silvio einzulassen. Du bist wohl einer von Lees Speichelleckern, was? Da bist du an den Falschen geraten. Kein Grund deswegen zu leuchten. Ich frage mich... Oh Gott, ich bin der Lee-Exterminator. Also, nicht der Lee, sondern der Silvio. Ich rotte alles aus, was mit ihm zu tun hatte. Glaube ich. Leute, das machen wir noch. Wir werden Feste umbringen. Wir müssen es genießen, dass wir in Kapitel 5 sind und keine Rechenschaft hier haben. Ja, du bist was Besseres hier. So. Alles, was du tun musst, ist mir zu den Söldnern zu folgen. Sie werden den Rest erledigen.
schnell du kannst. Blute den Boden voll, so schnell du kannst. Genau so, und jetzt... Radikal! Leute! Ihr sollt, das seid meine Helden. Da ist noch nicht mal Gold. Bringt euch jeden um, der mir Ärger macht. Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich glaube, wir werden hier noch einigen Spaß in dem Kapitel haben. Einfach nur, um nicht die Story voranzuschreiten, sondern nur mal, um uns ein bisschen Frust auszulassen, was uns so in den Kapitel bereitet wurde durch Leute, die uns zum Beispiel verarscht haben. Und schonungsloses Töten ohne Konsequenzen. Das ist doch mal geil. Okay. Genug davon geschwärmt. Wir müssen zum Hafen und Laris anquatschen. Oh, meine Magie! Oh. Ich kann doch mal einen Mana-Trank nehmen. Im gesamten Let's Play habe ich keinen Mana-Trank genommen. Also hier, erstmal reines Mana und mein Gesamtmana erhöhen, was ich sowieso nicht brauche. So, und dann... Teleport zur Hafenstadt. Wow, schwarze Menschen. Und Laris, du kommst mit. Ohne Wenn und Aber. Hier, Was? Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Nein, kümmere dich lieber um meinen, denn hast du Lust, die Insel zu verlassen? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Klar. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten. So habe ich's gern. Wir sehen uns. So, so. Wir können aber, glaube ich, nicht unendlich mitnehmen. Irgendwann ist unser Schiff voll. Zum Beispiel, was den Kapitän angeht. Du wolltest die Insel noch verlassen. Oder willst du Informationen? Was ist denn so im Hafen los? Schau dich doch selbst um, hier... Ja, und jetzt hier, total energisch fragen. Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Hihi. Du kannst euch ruhig mit mir mitkommen, also ich habe noch ein bisschen Platz. Brahim, ein Kartenzeichner auf dem Schiff gebrauchen. Zeig mir deine Karten. Na gut, dann nicht. Wir quatschen jetzt einfach mal jeden an, der irgendwie mitkommen könnte. Mo, was passiert, wenn ich dich angreife? Wirst du getötet? Nur mal probieren, einfach nur aus Spaß. Ich bin ja schon da. Hier, dein werter Herr Cardiff. Informationen. Ah. Ich brauche noch ein paar Seeleute. Schlechte Zeiten, mein Freund. Du wirst auf ganz Korinis nicht genug Seeleute finden. Die meisten haben die Stadt verlassen. Aber mit einem guten Kapitän sollte es nicht allzu schwierig sein, aus ein paar intelligenten Kerlen in kurzer Zeit eine brauchbare Mannschaft zusammenzustellen. Wo finde ich einen Kapitän? Du fragst den Falschen. Ich bin hier nur der Wirt. Rede mal mit dem alten Jack. Er ist hier im Hafen schon so lange ich denken kann. Er weiß Bescheid, wenn es um die Seefahrt geht. Der alte Jack? Wo ist der alte Jack? Wer ist der alte Jack? Kenn ich... Ich hab gehört, du suchst Leute für dein Schiff. Und? Ich bin dabei. Cool. Gute Leute kann ich immer gebrauchen. Gute Leute kann ich immer brauchen. Alles klar. Wir sehen uns dann am Schiff. Ja, ja. Ich vertraue dir mein Leben an, du unglaubliche Miliz, die ich nie im Leben gesehen habe, von der ich keine Ahnung hatte, dass sie existiert. Und du wirst sicherlich der Beste sein, den ich jemals als Mann hatten kann. Haben hey, konnte. Ich hab keine Zeit, mit dir zu plaudern. Sprich mit Cardiff, wenn du Informationen willst. Aufs Maul? Er will mich nicht aufhalten. Also kann ich ruhig. Ja. Aber die Söldner bringen nur Leute um. Die Söldner sind meine Bimbos oder was. Hier übrigens. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Dich aufziehen. Du kannst ja gerne noch ein paar haben. Aber okay. Hier, kann ich mir vielleicht ein Freundmädchen für mein Schiff angeln? Das wäre doch mal was. Hier, du. Was stehst du hier draußen rum? Kennen wir schon. Du hast seit 4 Kapiteln keinen anderen Satz. Nadja. Hey. Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süße. Komm doch auf mein Schiff, Süße. Oder auch immer.
Sonja. Das Problem mit euch Typen ist, dass ihr lieber Orks abschlachtet, als zu Vögeln. Was? Du willst nur mein Schwert vögeln, hä? Und zwar richtig blutig. Hier, ein Fischhändler auf dem Schiff. Ah. Ich suche eine Crew. Wie willst du denn von hier wegkommen? Ich will ein Schiff klauen. Ich will ein Schiff klauen. Verarschen kann ich mich alleine. Die Paladine machen kurzen Prozess mit dir, wenn sie dich erwischen. Aber bitte, es ist ja nicht mein Leben, das du riskierst. Also, kannst du mir jetzt helfen? Kannst du mir helfen? Ich bin da der Falsche. Aber sprich doch mal mit Jack. Er lungert bestimmt hier irgendwo im Hafen rum. Er weiß am besten, was du brauchst, um auf große Fahrt zu gehen. Gut, Jack also. Willst du mit? Nee, lass mal. Ich habe hier genug zu tun und habe, ehrlich gesagt, keine Lust, auf eine der orkischen Sklavengaleeren zu treffen. Aber ich wünsche dir viel Glück. Danke. Der will auch Fisch auf dem Schiff. Ich meine, da kann man doch einfach die Angel rauswerfen. Wofür braucht man da einen Fischhändler? Ein Fischhändler auf einem Schiff? Stellt euch das mal vor, Leute. Bist du der alte Jack? Nein. Bist du die alte Jack? Nein. Bist du die alte Jack? Nein. Die alte Jack. Ich glaub's nicht. Ah, die Suppenköchin. Edda, was hi. Was du da? Eine Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Du kannst gerne einen Teller probieren. Nee, danke. Eigentlich mag ich keinen Fisch. Ja, ich weiß, ich gehe schon raus. Kein Problem. Ich sag nichts. Kluges Kerlchen. Oder doch? Ich hatte wohl bewusst, dass ich nichts da drin wollte. Verdammt. Wer ist Jack? Wo ist Jack? Bist du Jack? Hä? Ist dein Name Jack? Was suchst du hier? Jack. Geh. Okay. Kluges Kerlchen. Jack, 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 Arbeiter. Karl, ich habe schon einen Schmied. Tut mir leid, ich spreche dich deswegen nicht an, sonst verliere ich noch Bennett und Bennett ist eindeutig der Fähigere. Hier, bist du Jack? Ignaz? Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Okay, was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Einfach mal zur Waffe wechseln. Ja. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Mach erstmal deinen Blinker aus. Okay. Na bitte, geht doch. Ist der Blinker jetzt aus? Oder nicht? Hier, ein bisschen Erfahrung. Du hast übrigens Skelette auf dem Dachsims hocken. Hier, nur so, da oben, ne? Naja, eins, zwei. Ich kann ja bei dir stehlen und so, ach, egal.
Das mit dem Zauber, mal gucken, ob wir das irgendwann machen werden. Jack, wer ist Jack im Hafenviertel? Jack? Jack im Hafenviertel? Kenne ich einen Jack im Hafenviertel? Ah, ich glaube, ich weiß wo.